Es soll eine ruhige Fahrt an den Abend werden. Sie stehen am Einfahrtssignal Weidmannslust. Vorne verzögert ein verspäteter Zug die Einfahrt. Nutzen Sie den Halt, stellen Sie am Krügergerät C9 Kurs 1 ein. Das hatten Sie in Oranienburg vergessen. Wird gemacht. Und damit herzlich willkommen zurück hier auf ÖPNV-Simulation mit mir, dem Dennis, zu einer weiteren Folge Train Simulator 2021 mit dem Mitten durch Berlin Add-on. Ich hoffe, ich habe jetzt das richtig eingestellt. Nein, habe ich natürlich nicht. Kurs 1 bitte. Mit C9. Mit dem Szenario Liegenbleiber. Also wir werden einen Zug vor uns haben, der wahrscheinlich liegen bleiben wird, den wir abschleppen müssen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und fahren heute die S1 Richtung Wannsee. Und unser nächster Halt ist dann gleich Weidmannslust. Ansagen werde ich einspielen. Da es sonst niemand macht. Mal kurz ein bisschen befüllen hier. Und dann können wir auf Fahrt springen. Aha, jetzt geht er natürlich erst runter, ne? Immer diese Anzeige hier. Ach, als noch alles bei Druckluft war. Das war ja schon immer was. So, können wir? Dankeschön. So, dann ist unser nächster halt nämlich in wenigen Minuten Weidmannslust. Ich gebe eine Vorwarnung weg. Es kann sein, dass ich mich verbremsen werde. Das ist ja aber, glaube ich, nichts Neues hier. Wir werden mal sehen. Da steht ein Zug. Stellen wir jetzt ein Abstellgleis. Ja. Ein Nonplusultra-Add-on, das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und ganz ehrlich, bis auf den Zug, also der Zug ist schon gut nachgestellt, aber halt nicht komplett. Kann man jetzt so und so sehen. Ich finde trotzdem geil, was die daraus gemacht haben. Es sieht halt wirklich so gut aus. Und es sieht halt richtig, richtig nice aus. Also, realer hätte man, glaube ich, Berlin nicht nachstellen können, so von den Linien her. Und dafür, dass ja eigentlich nur die S25 geplant war und die trotzdem Weidmannslust und so weiter gemacht haben, sieht das schon geil aus. So, kannst du bitte bremsen? Dankeschön. Kannst du bitte bremsen? Dankeschön. 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 So, warten wir auf die Ansagen. Warum? Hallo. Geht doch. War doch gerade rot, oder? So. Keine Ahnung. Funktioniert auf jeden Fall alles. Das geht auch. Fahrgastraumbeleuchtung ist jetzt auch an sein. Passt. Ich finde es schade zum Beispiel, dass man hier drinnen nicht sieht, dass die Türen offen sind. Das ist ja hier überall sind Türen offen. Hier drin nicht. Das finde ich zum Beispiel sehr schade. Einsteigen, bitte. Nach Wannsee, zurückbleiben, bitte. Zug Fauler nach Wannsee, Türen schließen. Zug Fauler nach Wannsee, abfahren. So. Dann ab nach Wittenau. So, ab jetzt werde ich versuchen, immer Ansagen einzuspielen. Die wichtigsten Ansagen werde ich natürlich machen. Wenn ich meine Ansage vergesse, tut mir leid. Ich muss mich aber auch sehr auf die Fahrt konzentrieren. Klar, ich weiß, die Fahrer damals haben alles zusammen gemacht. Aber ich bin kein Fahrer von damals. Leider. Also ich wäre gerne damals mit so einer Bahn gefahren. Das sage ich euch. Die Ausbildung dafür gemacht. Also es war schon cool. Aber mit Sicherheit auch sehr anstrengend, so eine Bahn nochmal zu fahren. Weil ich will nicht wissen, wie oft man sich damals verbremst hat durch diese Stufenbremsung. Das ist ja nun wirklich nicht ohne so eine Stufenbremsung. So, wir müssen natürlich auch achten, dass wir hier nichts rammen oder so, weil wir haben ja vor uns noch den verspäteten Zug. Den wollen wir natürlich nicht erwischen. Das ist ein Gegenzug, dann passt das alles. So, machen wir schon mal. Nein, nicht föhnen, ich will gerne schon bremsen. Haben wir schon mal ein bisschen Bremsdruck drauf gegeben. So. Geben wir mal ein bisschen Bremsdruck drauf. So. Geben wieder ein bisschen Bremsdruck drauf.
Oder nicht nur wissen, wir machen jetzt volle Pulle. Wir sind drauf. Klar, wir stehen jetzt bei Kurzzug, macht aber nichts. Was kann ich sehen? Wie ein Kurzzug? Ein Kurzzug besteht ja aus vier Bauwagenreihungen. Warte mal. Also aus vier Wagen. Eins. Mal kurz gucken. Eins, zwei, drei. Na, fünf. Ne, sind wir sechs? Wir sind sechs. Also sind wir doch ein Dreiviertelzug. Ja, okay. Aber mein Gott. Wir stehen trotzdem drauf. Passt schon. Jetzt habe ich die Ansage wieder vergessen. Tut mir leid. Dann machen wir es halt ohne. Ich kann ja nicht die ganze Zeit dran denken. Einsteigen bitte. Kuppel. Wann Sie zurückbleiben. Nein. Zug Paula, nach wann Sie Türen schließen. Zug Paula, nach wann Sie abfahren. Dann weiter nach Wilhelmsruh. Da sind Leute auf den Gleisen. Leute auf den Gleisen. Ja, ich weiß zwar jetzt, dass ich das Makrofon, wie es heutzutage heißt, falsch benutzt habe, aber mein Gott. Wer soll mich dafür jetzt anklagen? Hä? 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 Nein, alles gut. So. Bisschen Speed drauf kriegen, damit wir hier auch gut wegkommen. Mal kurz was gucken. Ich muss mir jetzt einmal mal. So, das sind die Bremszylinder. So. 0,2 Bar ist schon eine starke Bremsung. Das heißt, wenn wir auf 0,1 gehen, ist es eigentlich schon recht gut. Muss man halt gucken. Ansonsten sieht das schon echt geil aus, wenn man sich hier das so anguckt. Es sieht schon echt nice aus. Schon der Bahnhof, heißt, wir geben keinen Stoff mehr. Wir können auch schon mal halten, damit wir gleich direkt die Bremse anlegen können. Ich würde sagen, ich gebe bei 0,4 ein bisschen rein. Muss man halt gucken. Wie gut man das dann machen kann. Ruckel, ruckel, ruckel. Aber auch immer an diesen kleinen Stellen. Und auch hier oben meistens nur. Im Tunnel oder im Süden kaum. So. Kurz vor der Brücke sollte ich ein bisschen Bremsdruck aufgeben. Machen wir mal jetzt schon ein bisschen. So. Ein bisschen Bremsdruck haben wir schon mal aufgegeben. Er bremst langsam, aber er bremst schon mal. Das ist ja schon mal etwas. So, jetzt geben wir mal ein bisschen mehr Druck drauf. Ich glaube, das war ein bisschen zu früh. Kann ich das wieder einmal bitte ablassen? Dankeschön. Oh, okay. War doch nicht zu früh. Okay, wir werden jetzt etwas machen, was ihr nicht gesehen habt. Das habt ihr alle nicht gesehen. Wird rausgeschnitten. Komm schon, fahr. Fahr. Jetzt weiß ich, warum man nicht zweimal bremsen sollte. Nie wieder. Komm schon. Oder sind wieder auf dem Bahnhof drauf. So. Jetzt geben wir den Halt rein. Oh, hat niemand gesehen.
hat niemand gesehen. So. Wilhelmsruh, Ansagen, wo seid ihr? Nach Wannsee, einsteigen bitte. Jo. Wannsee, sollt bleiben. Zug, Paula nach Wannsee, Türen schließen. Moment. Hallo? Zug Paula nach Wannsee abfahren. So. Okay, alles gut. Jetzt müssen wir wieder Vollgas geben, um nach Schönholz zu kommen. Wo wir dann auf die S25 treffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht halt schon wirklich gut aus. Ich weiß halt nicht, ob es komplett realgetreu gemacht wurde, aber es ist schön. Ich weiß auf jeden Fall, hier oben die Strecke ist viel bewaldet. Und das ist halt schon echt cool. Und trotz alledem haben die hier hinter noch ein paar Häuser gebaut, wo man es halt kaum sehen muss oder sehen kann. Haben sie echt schön das alles nachmodelliert und das finde ich halt schon echt geil. So muss ein Add-on aussehen. So muss ein Add-on für den Preis aussehen. Ist das Signal jetzt für mich oder? Nee, ist auf der anderen Seite. Okay. Bremsdruck drauf geben. So, er bremst langsam. Ich denke mal, das sollte gut sein mit dem Bremsen. Gib noch mal ein bisschen mehr drauf. Ich glaube, so langsam habe ich es doch raus mit dem Bremsen. So. Das sieht doch gut aus. Okay, ja gut. Aber hä, das ist doch mein Schild, oder? Hm. Okay. Ja, okay, ein bisschen weiter vorfahren hätte ich schon noch können, aber das ist okay. Ist da vorne irgendwas? Nein. Okay. Ich gebe schon mal den Bremsdruck raus. Stehen ja eh nicht auf einer Steigung, heißt Backrollen können wir eigentlich kaum. Nach Wannsee einsteigen, bitte. Wannsee, zurückbleiben, bitte. Zug Paula nach Wannsee, Türen schließen. Zug Paula nach Wannsee, abfahren. Und ab geht die Post. Nächster Halt an Wollangstraße. Und ich sehe einen Tippfehler. Macht aber nichts. Ja, bisher stellt das Szenario nichts Gutes für uns bereit, also nichts Spannendes. Bisher ist es eine einfache Fahrt Richtung Wannsee. Also mal sehen, wie weit wir kommen. Aber zumindest habe ich das jetzt ungefähr mit dem Bremsen raus, denke ich mal. Ich glaube, wenn man es raus hat, ist es auch gar nicht so schwer. Man muss sich halt nur überlegen, wie man das am besten macht. Ich sag mal so, jetzt wo ich mal... Man muss wirklich auf den Bremszylinderdruck achten. Wenn ich jetzt das mache, dann muss ich gucken. Ah, okay, so. Lasse ich jetzt hier los. Dann bremse ich schon leicht. Aber noch nicht voll. Und dann gucke ich, wie weit ich noch bremsen muss, um mein Schild zu erreichen. Kann auch passieren, dass es jetzt tatsächlich zu früh war. Ja, es war zu früh.
Dann gebe ich den Druck wieder ab, aber hole ihn mir auch sofort wieder. So, zeige ich natürlich ein bisschen zu weit vorne, macht aber nichts. Dafür habe ich es trotzdem gut mit dem Bremsen hingekriegt. So. Türen gehen auch auf. Passt also. Ja, wir stehen gut drin. So, Signal ist noch grün. Heißt, der Zug ist auf jeden Fall noch ein bisschen weiter weg. Sonst hält das halt hier nicht für breit. Hier haben wir halt die Feststellbremse. Hallo, darf ich die wieder umdrehen? Dankeschön. Ja, Bremse. Bremsdrücke, also es ist halt schon viel modelliert worden, aber halt du hast wenig Stellmöglichkeiten. Du hast wenig Einstellmöglichkeiten. Nach Wannsee zurückbleiben. Geht klar. Zug Paula nach Wannsee Türen schließen. Zug Paula nach Wannsee abfahren. Schon geschehen. Ist auch interessant, hier sieht man auch Steckdosen ohne Schutzleiter. Die sehen ungefähr heute so in Dänemark aus, habe ich immer das Gefühl. Also, ich weiß nicht, ich glaube in Dänemark haben sie auch Schutzleiter, aber ich weiß nicht, wie das da ungefähr aufgebaut ist. Auf jeden Fall sehen die Steckdosen da genauso aus in den nächsten Ferienhäusern. Zumindest war es bei dem Ferienhaus, wo ich war, so. Aber naja, hast du Möglichkeit gehabt, dein Handy wahrscheinlich zu laden oder so. Oh, Signal. Ah ne, nicht mein Signal. Okay, alles gut. Ich dachte gerade, erst grün, dann rot, das geht doch gar nicht. Aber da, wir haben, wenn ich das richtig sehe, haben wir gelb. Nee, habe ich falsch gesehen. Macht aber nichts, wir müssen eben weit halten. Das Signal da vorne ist auch nicht von mir, ne? Nee, aber das Signal. Ah, okay, das Signal am Bahnhof wird dann rot sein. Das ist aber nicht schlimm. So, extra für euch jetzt eine extra Ansage. Nächste Station, Bornholmer Straße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 8, 85, 2 und 9. Ich weiß, war falsch, aber macht nichts. Ich glaube, ich werde zu spät halten. Wenn ich das jetzt gemacht habe, oder? Nee, ich glaube, das wird noch gut. Oh, das wird noch gut. Das war noch gut. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Ich dachte schon, ich hab's nicht mehr. So, Bremsdruck weggeben. So, jetzt müssen wir natürlich uns kurz gedulden, bis wir fahren dürfen, aber kriegen wir hin. Oh, hallo? Ja, hallo? Ah. Ah, okay. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit. Ah, nee. Okay. Nach Wannsee einsteigen, bitte. Aber ich muss langsam fahren. Wannsee zurückbleiben, bitte. Zug Paula, nach Wannsee Türen schließen. Geht klar. Zug Paula, nach Wannsee abfahren. Jo. Trotzdem, das Signal sagt 50, also ich fahre nicht schneller als 50. Aber ich werde allgemein jetzt hier nicht allzu schnell fahren, weil ich habe immer noch einen Zug vor mir. Ich glaube, die Signale da vorne sind für mich. Also genau weiß ich das jetzt auch nicht. Das Signal hier sagt auf jeden Fall noch, das ist in Ordnung. Wir werden aber gleich mal sehen, was das nächste Signal sagt. Gehe auf jeden Fall schon mal in die Haltestellung, damit ich die Bremse auch im... Ah, okay, ich habe Vorfahrt, so wie es aussieht. Nächste Station. Gesundbrunnen. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42, 55... Oh. Ah, ich muss mir die Ansagen besser einsprechen. Ganz ehrlich, nächstes Mal muss ich mir die voreinsprechen und dann einfach abspielen. So einfach aus dem Kopf raus sagen kann ich sie zwar, aber dann sage ich sie immer gerne ein paar Fehler. Oh.
So ein bisschen Gas gebe ich schon mal, aber... Oh, hallo? Hallo, 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 nicht so schnell. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich überhaupt fahren darf. Ich denke aber mal schon. Ja, ich darf fahren, die fährt nämlich nicht. So. Fahren wir hier langsam rein. Mein Schild da vorne. Und hiermit endet der erste Teil unserer Fahrt. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.